Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Zieglers. Und ich freue mich, dass wir zusammen Gottesdienst feiern. Sagen Sie, essen Sie auch so gerne Honig? Das ist ja wirklich etwas ganz Köstliches. Honig auf dem frischen Brötchen, Honig im Joghurt, Honig im Müsli. Honigliebhaber, die kennen das Wort von David aus Psalm 119, Vers 103. Dein Wort ist meinem Mund süßer als Honig. In diesem Gottesdienst möchten wir Sie einladen, das Wort Gottes zu schmecken, verbunden mit dem Wunsch, dass es Ihnen wirklich auf der Zunge zergeht, dass Sie es genießen können. Alles, was Gott uns an Zusagen, Ermutigungen und Wegweisungen für unser Leben zusagt. Freuen Sie sich auch auf meinen Gast heute, Professor Dr. Harald Rau. Er leitet die Zieglerschen, die hinter diesem Fernsehgottesdienst mit ihren vielfältigen diakonischen Aufgaben stehen. Er wird uns Aktuelles aus der Arbeit berichten. Und jetzt lade ich Sie ein. Lassen Sie uns diesen Gottesdienst feiern. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und genießen Sie auch schon wie Honig das erste Lied. Ich lade Sie ein, mitzusingen. Gott ist gegenwärtig, fasset uns an Ich möchte gerne mit Ihnen zusammen beten, mit Worten aus Psalm 139. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir kommen zu dir, Gott, aus all unserer Unruhe, mit so vielen Gedanken, die wir uns machen. Wir kommen zu dir mit unseren Sorgen und Ängsten, mit aller Sehnsucht und Hoffnung. Hier und jetzt finden wir einen Ort der Stille. Hier sind Menschen vor uns getröstet und ermutigt worden. Hier finden auch wir uns ein, legen ab bei dir, was uns Unruhe macht und auf uns lastet. Hier dürfen wir aufatmen und darauf vertrauen, dass du, heiliger Gott,
da bist und für uns bist. Amen. Zu Gast heute in der Stunde des Höchsten ist der Mann, der die Geschicke der Zieglerschen in den Händen hält, der Vorstandsvorsitzende Professor Dr. Harald Rau. Sie wissen, die Zieglerschen, das ist das diakonische Unternehmen, das hinter diesen Fernsehgottesdiensten Stunde des Höchsten steht. Damit Sie wissen, was uns in der diakonischen Arbeit im Moment bewegt, bin ich mit ihm im Gespräch. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Rau. Grüß Gott, Herr Pfarrer Bräuning. Bevor wir miteinander ins Gespräch kommen, möchten wir Ihnen noch gern zeigen, was die Zieglerschen tun. Dazu haben wir folgenden Film vorbereitet. Erfüllt mit Leben, diese Überzeugung ist für die Zieglerschen Gabe und Aufgabe zugleich. Das traditionsreiche diakonische Unternehmen wurde vor über 175 Jahren gegründet und beschäftigt mittlerweile über 3000 Mitarbeitende in Baden-Württemberg. Insgesamt betreuen die Zieglerschen rund 6000 Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Moderne Kliniken mit guter Infrastruktur bieten Suchtkranken eine alltagsbezogene Rehabilitation. Menschen mit unterschiedlichen Suchterkrankungen sowie Suchtfolge- und Begleiterkrankungen finden unter professioneller Leitung wieder zurück in ein suchtmittelfreies, zufriedenes Leben. Die Altenhilfe bietet Senioren unterschiedliche Möglichkeiten, ihre Eigenständigkeit zu Hause oder in unseren freundlichen Pflegeheimen so lange wie möglich zu erhalten. Mit großem Engagement werden sie umfassend betreut und gefördert. In der Behindertenhilfe kümmern sich Mitarbeitende liebevoll um junge und alte Menschen mit Hörsprach- und zusätzlicher geistiger Behinderung. Unser Anliegen ist, dass sich die von uns betreuten Menschen möglichst optimal entfalten können und gleichzeitig auch geborgen wissen. In den Kindergärten und Schulen des Hörsprachzentrums erhalten Kinder mit Hör- und Sprachbehinderung wohnortnah passgenaue Beratungs- und Therapieangebote. So begleiten wir die Kinder auf dem Weg zu neuen Chancen, zur Entwicklung ihrer Fähigkeiten, ihrer Persönlichkeit und ihrer Lebensträume. Die Jugendhilfe der Zieglerschen bietet jungen Menschen und ihren Familien neue Perspektiven. Wir unterstützen die Kinder und Jugendlichen, sich zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten zu entwickeln. In der Servicegesellschaft der Zieglerschen erbringen wir hauswirtschaftliche und technische Dienste zum Wohl der Menschen, die in den Häusern der Zieglerschen Hilfe und Unterstützung suchen. Gottesdienstfeiern ist ein Markenzeichen der Zieglerschen. Darum haben wir den Fernsehgottesdienst Stunde des Höchsten ins Leben gerufen. Jeder Gottesdienst wird in deutsche Gebärdensprache übersetzt. Woche für Woche erreichen die Zieglerschen auf diese Weise hunderttausende Menschen mit der Liebe Gottes, in Tat und Wort. In den letzten Jahren treffen wir in unserer Arbeit immer häufiger auf Armut. In der Altenhilfe begegnen uns arme, vereinsamte Menschen. In unsere Suchtkliniken kommen völlig mittellose Patienten. Unsere Schulen und Kindergärten besuchen Kinder, die mit Armut in der Familie zu kämpfen haben. Deshalb haben wir die Johannes-Ziegler-Stiftung gegründet, um auch diesen Menschen Hilfe anzubieten. Die Zieglerschen, ein modernes Sozialunternehmen mit Zukunft. Wir möchten jedem Menschen ein erfülltes Leben ermöglichen. März 2009, vor genau 5 Jahren, haben Sie das Ruder bei den Zieglerschen übernommen. Ich habe im Internet so ein bisschen recherchiert, Bilder von damals gesehen. Auf den Bildern hatten Sie ein paar graue Haare weniger. Sind Ihnen die bei der Arbeit gewachsen? Ich habe mehr graue Haare gekriegt, das ist richtig. Ja, vielleicht fange ich zuerst mit an. Es hätten noch mehr graue Haare werden können. Was hat denn verhindert, dass es nicht noch mehr geworden sind? Da gibt es nämlich so viele tolle Aspekte dieser Arbeit bei den Zieglerschen, die den vielen Beschwernissen entgegenstehen. Und ich mag mal nur 2 aktuelle Dinge erzählen.
Das eine ist, ich habe jetzt gerade mitgekriegt, eine Konfirmandengruppe aus Wilhelmsdorf war einen Tag in der Haslachmühle, unserer Einrichtung für behinderte Menschen. Die haben dort miteinander Pizza gebacken, Pizza gegessen. Und interessanterweise ist genau der Effekt passiert wie bei der Speisung der 5000. Die Pizza hat nicht gereicht, weil so viele dazukamen und mitessen wollten. Und interessant, obwohl die Konfirmanden nicht wirklich satt wurden, sie waren tief beeindruckt von diesem Tag. Und dieser eine Tag, der wirkt über ein halbes Jahr jetzt nach und verändert deren Sicht auf diese Welt. Und ich denke, das ist so eines der Beispiele, die richtig toll sind und zeigen, wie gut unsere Arbeit sein kann. Ich will noch einen zweiten Aspekt oder eine zweite neue Erfahrung sagen. Da gibt es die Frau Blickle, über 80 Jahre alt, treue Spenderin der Zieglerschen. Sie hat ganz jung ihren Mann verloren, hat mit ihm mehrere Kinder gehabt, hat die Kinder großgezogen, nebenher die Firma ihres Mannes quasi fachfremd weitergeführt und zum Erblühen gebracht, hat die ganze Zeit über an die Zieglerschen gespendet und jetzt gerade auch wieder einen richtig hohen Betrag, weil sie von ihrem Vater gelernt hat, von eigenen abzugeben an die, die Not haben. Solche Erfahrungen, die verkörpern für mich die Jahreslosung, Gottes Nähe, die glücklich macht. Und das sind für mich solche glücklich machenden Momente. Und die verhindern, dass ich nicht schon ganz ergraut bin. Aber dann muss es auch Erlebnisse geben, die grauen Haare hervorgerufen haben. Was gehört da dazu? Was hat Ihnen am meisten graue Haare verschafft? Also es ist so, wir müssen richtig hart kämpfen dafür, dass wir Bedingungen für unsere Arbeit haben. Es ist wie so häufig im Leben der Kampf um das Geld, um die politische Anerkennung unserer Arbeit. Im Endeffekt ist es so, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, mit immer weniger Personal immer mehr arbeiten müssen. Und ich bin als einer von mehreren dafür verantwortlich, dass diese Rahmenbedingungen stimmen. Und die Rahmenbedingungen werden halt immer schwerer in dieser Welt. Und dieser Kampf, ich sag mal, nach außen in der Politik, in der Gesellschaft um diese Rahmenbedingungen ist sicherlich etwas, was einem die Haare grau werden lässt. 5 Jahre am Steuer, auf der Kommandobrücke gegen Sturm und Wellen, gegen solche Rahmenbedingungen, wie Sie gerade sagen. Wie würden Sie denn konkret diese Großwetterlage beschreiben, in die Sie steuern oder in der Sie gerade steuern müssen? Also da gibt es Dinge, wo der Wind, den wir in der Großwetterlage haben, uns vorantreibt. Wind kann ja immer förderlich sein, kann auch hemmen. Es gibt sicherlich viel förderlichen Wind und ein Teil dieses guten Windes ist, dass diese große Diskussion um das Thema Inklusion die Menschen mit Behinderung wieder in den Mittelpunkt der Gesellschaft oder der Gedanken rückt. Also dieser Wind ist ein ziemlich guter Wind. Allerdings wird da ein bisschen politisch gerade überzogen. Also im Rahmen dieser Diskussion werden unsere Sonderschulen infrage gestellt. Die Art unserer Arbeit in der Behindertenhilfe wird infrage gestellt. Und das ist schon ein starker Gegenwind gegen unsere Arbeit. Und ich bin einer derjenigen, die gegen diesen Wind ankämpft. Sagen Sie noch mal einem Laien, der noch nie was von Inklusionen gehört hat, was es damit auf sich hat, auch in Bezug auf Sonderschulen, in Bezug auf behinderte Menschen. Wenn die nicht mehr zu uns kommen können, solche Komplexeinrichtungen, wo müssen die dann hin oder wo sollen die dann hin? Also ich wage mal eine ganz weitgehende Definition, die heißt: Inklusion ist dann, wenn alle in einer Gesellschaft von der Vielfalt profitieren. Also wenn nicht nur die Guten, die gleichen Sinnes sind, beieinander sind, sondern wenn da auch Kranke, auch Verbrecher, auch Außenseiter Teil der Gesellschaft sind. Und wenn diese Gesellschaft das alles als bereichernd empfindet, dann ist es Inklusion. Sie haben sich in den letzten Jahren ganz stark mit der Behindertenarbeit in der Vergangenheit beschäftigt. Da haben die Ziegler schon einiges durchmachen müssen, vor allen Dingen auch im Dritten Reich. Da ist ein Buch entstanden, Die Verantwortung ist schwer. 18 Menschen mit geistiger und psychischer Behinderung sind damals in Tötungslagern ums Leben gekommen. Wenn man sich mit dieser Vergangenheit beschäftigt, wirkt sich das irgendwie auf die Arbeit im Hier und Jetzt aus? Also es ist so, dass die Beschäftigung und auch schon einfach das Lesen dieses Buches zeigt, dass Menschen mit Behinderung
unendlich wertvoll sind und dass die Behinderung keine Beeinträchtigung eines Wertes macht. Und mitzukriegen, wie Menschen mit Behinderungen verfolgt werden, zu Experimenten gebraucht und missbraucht werden und letzten Endes sogar getötet werden. Also mich hat es extrem bewegt und bewegt es immer wieder neu. Und gerade das Buch zu lesen bewirkt bei mir, dass die Achtung vor Menschen und auch gerade vor Menschen, die die Verfolgung erfahren mussten, noch mal viel größer wird. Und das ist auch meine Erfahrung. Menschen, die sich beschäftigen mit solchem Elend und solcher Situation, bei denen wächst die Achtung vor dem Leben. Übrigens, 18 sind auch zu Tode gekommen. Ein 19er ist auf eine Art und Weise, die niemand rekonstruieren kann, diesen Gefangenenlagern entflohen und ist dann in Wilhelmsdorf wieder angekommen, konnte nicht berichten, was da passiert ist, hat aber bis vor wenigen Jahren in Wilhelmsdorf gelebt und Bilder gemalt aus dieser Zeit. Wenn Sie diese Geschichte interessiert, wir haben 10 Exemplare für Sie. Rufen Sie an, melden Sie sich. Mit ein bisschen Glück gehört ein Exemplar Ihnen. 5 Jahre Vorstandsvorsitzender, die nächsten 5 Jahre, was haben Sie sich vorgenommen? Wir in den Sieglersen haben gerade viele Projekte, um unsere Arbeitsfelder weiterzuentwickeln. Da gehören auch viele Bauprojekte dazu. Wir bauen innovative neue Schulen, neue Seniorenzentren. Wir begeben uns auf den Weg in die sogenannten Sozialräume. Also wir bauen jetzt nicht nur große Heime, sondern versuchen wirklich in den Städten, in den Regionen kleinere Heime für kleinere Wohngruppen anzusiedeln, dort zu bauen. Das ist ein großes Thema, dieser politische Kampf um die Inklusion und auch die Weiterführung des bisher Erfolgreichen ist etwas, was mir am Herzen liegt. Die Erhaltung möglichst menschengerechter Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeitenden trotz der immer stärkeren Geldverknappung ist ein weiteres Thema, was mir am Herzen liegt. Und vielleicht für mich selber das Allerwichtigste, ich möchte, obwohl ich im Management bin, Anteil an Menschen haben und möglichst viel vom Schicksal, vom Leben der Menschen mitkriegen, die bei uns in den Sieglersen sind. Und da habe ich mir persönlich vorgenommen, mehr Zeit für solche Begegnungen und Kontakte zu verwenden. Wir wünschen Ihnen für die Zukunft, für Ihre Arbeit alles Gute, vor allen Dingen Gottes Segen und hoffe, dass wir Sie bald wieder hier in der Stunde des Höchsten zu Gast haben, um Neues aus der Diakonie aus den Sieglerschen zu hören. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Bitte sehr, vielen Dank. Das ist mein Lieblingsbuch. Meine Bibel, die begleitet mich schon seit vielen, vielen Jahren. Das sieht man auch. An manchen Textstellen kann man kaum mehr erkennen, was geschrieben ist, weil so viel markiert wurde, was mir wirklich ganz arg wichtig war. Wissen Sie, wenn diese Bibel nicht in meiner Nähe ist, dann fehlt mir was. Ja? Ich vermisse sie sogar. Und dann begebe ich mich auf die Suche nach ihr. Ich muss bekennen, an dieses Buch halte ich mich. Und ich fühle mich von diesem Buch gehalten. Ich habe während meinem Theologiestudium eine andere Bibel gehabt. Das Interessante an dieser Bibel ist, sie wurde im Lauf des Studiums immer dünner. Denn da passierte etwas, was mir innerlich irgendwie sehr wehgetan hat. Da hat man uns beigebracht, von diesem wunderbaren Buch des Propheten Jesaja sind viele Worte einfach nicht echt. Und man hat sie quasi aus der Bibel entfernt. Das Gefühl machte sich breit, daran kannst du dich nicht halten, davon hast du nichts, daran kannst du nicht glauben. Und so ging es eine ganze Weile. Dieses Wort ist nicht echt und das kann man vernachlässigen. Und so blieben von circa 43 Seiten des Buches Jesaja am Schluss sage und schreibe noch 4 Seiten als echte, glaubwürdige Jesaja-Worte.
Seite für Seite wurde entfernt. Das Gleiche wurde übrigens auch mit Worten von Jesu gelehrt. Also die Geschichte mit der Brotvermehrung, die ist nur Dichtung und Erfindung. Die kann man so nicht ernst nehmen. Oder diese Wundergeschichte von der Heilung des Gelähmten ist ebenfalls Erfindung, kein echtes Jesu-Wort, also raus damit. Am Ende blieb von dieser Bibel gar nicht mehr viel übrig. Vermutlich aber geht dieser schmerzhafte Prozess nicht nur mir so beim Studium. Bis heute wird das Wort Gottes in vielen Bereichen in Frage gestellt. Ganz am Anfang schon. Sollte Gott wirklich die Welt innerhalb so weniger Stunden und Tage geschaffen haben? Das kann doch nicht möglich sein. Weg damit. Die 10 Gebote, ein paar Kapitel später, sollten die wirklich noch gelten? Sollten die verbindlich sein? So ernst kann man das doch nicht mehr sehen. Also raus damit. Viele Worte aus den Psalmen. Weg damit. Das gilt doch heute nicht mehr. Oder hinten die ganzen Anweisungen, die ganzen Richtlinien für Ehe, Familie, Sexualität, Erziehung, Gemeinde. Boah, das, was Paulus hier geschrieben hat, das ist doch viel zu stressig. Und das war doch wirklich nur zu sehen im Kontext der damaligen Zeit. Also gilt für uns nicht mehr. Weg damit. Am Schluss bleibt eine ganz dünne Wohlfühlbibel übrig. Alle Unannehmlichkeiten sind beseitigt. Die Frage ist, gibt uns eine solche ausgedünnte, bereinigte Bibel überhaupt noch Halt? Kann man sich daran festhalten, so wie ich es jetzt an dieser Bibel, wo wirklich noch alles drin ist, festhalten? Ich für mich habe eine Entscheidung getroffen, die bis heute steht. Ja, auch wenn die Bibel schon sehr alt ist, ich nehme sie für mich als aktuelles Wort Gottes in mein Leben. Auch wenn die Bibel vermeintliche Widersprüche enthält, ob es wirklich Widersprüche sind, das muss man erst einmal beweisen. Aber obwohl es so scheint, als ob sie sich oft widersprechen würde, ich will mich nicht nur auf meinen Verstand verlassen, sondern habe mich entschieden, Gott zuzutrauen, dass ihm nichts durcheinander kommt. Auch wenn die Bibel unbequeme Wahrheiten enthält, die mich persönlich in Frage stellen, will ich sie doch als meinen Halt und als meinen Felsen nehmen, vollgültig, vertrauenswert, verlässlich, denn das bringt mir etwas. Was bliebe mir denn, wenn ich mir die Bibel zurechtzerre und vieles davon beseitige? An was soll ich mich dann letzten Endes im Leben und im Sterben halten? Was gibt dann Halt? An so einer ausgedünnten Bibel kann man sich nicht festhalten. Vielmehr verunsichert sie. Sie bringt einen immer wieder ins Zweifeln. Sie verliert von ihrer Macht, von ihrer Gültigkeit, von ihrer Kraft. Ich möchte Sie heute ermutigen, treffen Sie solch eine Entscheidung mit allem Für und Wider, mit allen Vor- und Nachteilen. Nehmen Sie dieses Wort Gottes, das uns in dieser Form vorliegt, als lebendiges, als persönliches Wort Gottes von ihm an Sie. In Matthäus 7 lesen wir eine wunderbare Geschichte, die Jesus erzählt, wo er dieses Wort Gottes vergleicht. Er sagt, wer diese meine Worte hört und sie befolgt, ist wie ein kluger Mann, als er sein Haus baute. Er errichtete es auf felsigen Boden. Dann kam ein Wolkenbruch. Die Flüsse traten über die Ufer. Die Stürme tobten und rüttelten an dem Haus. Doch es stürzte nicht ein, denn es war auf Fels gebaut.
Wer diese meine Worte hört und sie nicht befolgt, ist wie ein törichter, dummer Mann, als er sein Haus baute. Er errichtete es auf sandigem Boden, dann kam ein Wolkenbruch, die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und prallten gegen das Haus und da stürzte es ein. Es fiel völlig in sich zusammen. Die Entscheidung, sich auf dieses Wort zu verlassen, heißt, sein Leben, sein ganzes Lebenshaus, das ganze Gebäude, die ganze Existenz auf einen guten, festen, felsigen Grund zu bauen. Dann können die Stürme toben, dann kann mir das Wasser bis zum Hals stehen. Ich gehe nicht unter. Mein Leben geht nicht unter. Meine Träume, meine Vorstellungen. Sich dagegen zu entscheiden, es nicht für ernst zu nehmen, nicht für echt zu nehmen, das bringt ins Wanken. Dann wird vieles einstürzen. Es gefällt mir, was wir in Sprüche 30 lesen können. In Sprüche 30, die Verse 5 und 6, lesen wir, alle Worte Gottes sind durchläutert. Er ist ein Schild denen, die auf ihn trauen. Tu nichts zu seinen Worten hinzu. Das alte hebräische Wort für durchläutert, Zerufah, heißt so viel wie bewährt, durch Prüfung hindurch bestanden, absolut echt. Selbst größter Hitze standgehalten, wie diese Hitze eben zum Beispiel notwendig ist, wenn ein Goldschmied das Gold im Feuer reinigt. Es besteht, es hat sich bewährt, Zerufah. Ich habe die letzte Zeit eine recht schmerzliche Erfahrung gemacht, die mich auch ein wenig verwundert hat. Je mehr ich mich an dieses Wort Gottes halte, je mehr Vertrauen ich da hineinsetze, je mehr ich das auch öffentlich zugebe, desto mehr Gegenwind bläst einem ins Gesicht, bis dahin, dass Menschen sich lächerlich machen über so einen naiven Glauben, so ein unkritisches Fürwahrnehmen, für Vollnehmen der Bibel. Das tut manchmal weh, aber ich habe mich entschieden. Die Entscheidung ist gefallen. Das ist das Wort Gottes. An das will ich mich halten und das hält mich. An scheinbaren Widersprüchen möchte ich mich nicht aufhalten, sondern weiter fragen und forschen, bis es mir vielleicht der Geist Gottes höchstpersönlich irgendwann erklärt. Ja, das Wort Gottes hat sich über hunderte von Jahren bewährt. Durch schwere Prüfungen hindurch hat es gehalten, was es verspricht. Es ist 100% echt, zuverlässig und vertrauenswürdig. Darauf kann man bauen. Damit kann man planen. Dadurch kann man neue Kraft und Zuversicht bekommen. Also haben wir den Mut, die Bibel in ihrer Gesamtheit als persönliches Wort Gottes an uns zuzulassen, auch wenn es uns hinterfragt. Denn wir dürfen wissen, alle Ermahnung, alle Weisung ist letzten Endes dazu da, uns in die Nähe Gottes zu bringen. Und nehmen wir dieses Wort Gottes als echt gemeint und absolut persönlich, wenn es um Zusagen, Verheißungen, Tröstungen, Liebeserklärungen geht. Ja, es stimmt und gilt ganz echt und wirklich für Sie und für mich, wenn Gott zum Beispiel sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein und wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Du bist in meinen Augen wertgeachtet und auch herrlich und ich habe dich lieb. Nicht auszudenken wäre, wenn ausgerechnet dieses Wort aus ihrer Bibel entfernt werden würde, weil sie es nicht glauben können, weil man es ihnen vermiest hat, diesen kindlichen, naiven Glauben, weil man ihnen gesagt hat, ach, so ernst kann man Gott doch nicht nehmen. Das wäre tragisch, davon hätten sie nichts. Ich würde ihnen dieses Wort gerne noch einmal zusingen. Fürchte dich nicht,
Ich habe es vertont und wir haben ein paar CD-Cards mit diesem Lied zu verschenken. Vielleicht möchten Sie sich darauf hinmelden. Aber ich möchte es Ihnen noch einmal zusingen, persönlich, dass Sie es für sich nehmen können, wie jedes einzelne Wort aus diesem Wort Gottes, aus diesem meinem Lieblingsbuch, die Bibel, an die ich mich halten kann und die mich hält. Amen. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Schon seit eh und je bin ich auf deiner Seite. Sei ganz unbesorgt, weil ich dich treu begleite. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Ich werd mit dir durch reißende Fluten gehen und du wirst darin niemals untergehen. Ich werd mit dir durch verzehrendes Feuer gehen und du wirst darin niemals zugrunde gehen. Von Anfang an bist du mir aufgeladen. Ich fühle mich sehr mit Ihnen verbunden, wenn Sie uns Woche für Woche Ihre Gebetsanliegen per Post schreiben oder auf unserer Homepage wissen lassen, was Sie bewegt. Und das sagen wir Ihnen zu. Wir nehmen uns viel Zeit, um für Ihre Anliegen zu beten. Danke, dass Sie Vertrauen haben und uns an Ihrem Leben Anteil geben. Immer wieder erreichen uns Zuschriften, ob wir uns nicht in Sachen Vaterunser vertan hätten und diese sechste Bitte falsch beten, wo wir beten, Gott führe uns nicht in Versuchung. Wir nehmen diese Zuschriften sehr ernst und haben uns damit auseinandergesetzt. Wir haben versucht, uns theologisch damit zu beschäftigen und eine kleine Arbeitshilfe veröffentlicht, die Sie auf unserer Homepage abrufen können, verbunden mit dem Wunsch, dass Ihnen das dann auch wirklich zur Hilfe dient. Und jetzt lassen Sie uns miteinander und füreinander beten. Heiliger Gott, alles, was nicht Gott ist, kann meine Hoffnung nicht erfüllen. Nach dir, Gott, verlangt mich. Nach dir suche ich.
An dich allein, mein Gott, wende ich mich, weil ich sonst um niemand weiß, der mich liebt, der mich annimmt, der mir zugesagt hat, sich um mich zu kümmern. Du allein hast meine Seele erschaffen können, du allein kannst sie aufs Neue erschaffen. Du allein hast ihr dein Bild einprägen können, du allein kannst sie aufs Neue prägen und ihr dein Antlitz wieder eindrücken. Welches ist Jesus Christus, mein Heiland, mein Retter, der dein Bild ist und das Zeichen deines Wesens. Lassen Sie uns mit Worten von Jesu beten, das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun wünsche ich Ihnen, dass Sie als von Gott Gesegnete in den nächsten Tag gehen, in die kommende Woche, in die neue Zeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir sind am Ende des Gottesdienstes. Schön, dass Sie mit uns gefeiert haben. Wir laden Sie wieder ein zu Zuschauertagen. Aus ganz Deutschland kommen SDH-Zuschauende und feiern mit uns einen ganzen Tag. Sie können uns über die Schultern schauen, selber mal in die Kamera sprechen oder mit uns einfach im Kontakt sein, mit uns sprechen, uns alles fragen, was Sie schon lange mal fragen wollten. Damit Sie sich das ein bisschen besser vorstellen können, haben wir folgenden Film vorbereitet. Es ist gut gemacht, es ist Gottes Gegenwart, es kommt was rüber dabei. Es ist viel gestaltet, dieser Gottesdienst, und er bringt eigentlich uns persönlich viel. Und ich hoffe, dass es anderen, die auch zuschauen und das sehen, das denen genauso viel bringt, als was es uns gebracht hat. Und ich finde rundherum einfach super. Die können gemütlich am Nachmittag anschauen, muss nicht immer in der Früh schon hin. Und er ist wirklich so vielseitig, so vielgeschichtig. Es gibt jedes Mal eine Abwechslung. Es ist jedes Mal eine Überraschung. Also wenn ich mir den anschaue, es ist nie so gleich. Und selbst wenn man meint, es wäre eine Wiederholung, dann ist doch wieder ein Unterschied drin. Und das finde ich so toll, weil ich liebe die Abwechslung. Der Heiko predigt manchmal Angela Eichhorn, die Lesung und das Lied. Und Anja immer den Gebärdensprache macht. Und das ganze Team. Ich mag gern Stunde des Höchsten, warum es da auch schwäbische Menschen gibt. Das finde ich sehr toll. Und da kann ich einfach ersparen. Ich freue mich, wenn Sie dazustoßen. Schauen Sie auf unserer Homepage nach, wann wir den nächsten Zuschauertag haben. Wenn Sie darüber hinaus mit uns in Verbindung bleiben möchten, freuen wir uns auf Ihre Post, auf Ihre Mails oder auf Ihre Anrufe.
Gerne können Sie auch einen Eintrag in unserem Gästebuch hinterlassen. Schauen Sie vorbei auf der Homepage www.stundedeshoechsten.de. Dort gibt es übrigens auch die Predigten zum Nachlesen. Die können Sie dort herunterladen. Wir sind auch auf Facebook. Über Facebook können Sie sich Woche für Woche einladen lassen, den Gottesdienst mitzufeiern. Monatlich verschicken wir per E-Mail einen SDH-Newsletter. Den können Sie ebenfalls über unsere Homepage abonnieren. Und dann bleiben Sie immer aktuell informiert über alles, was in Sachen SDH gerade ansteht. Wenn wir Ihnen diesen zukommen lassen dürfen, dann melden Sie sich einfach bei uns. Wir haben auch Verschiedenes an Werbematerialien vorbereitet, das Sie gerne bei uns bestellen dürfen. Es gibt Plakate über die Stunde des Höchsten, es gibt Postkarten, die Sie versenden können, Aufkleber und einen neuen Flyer mit allen wichtigen Informationen. Und wir haben eine Broschüre, ein Wort zum Kreuz, zum SDH-Kreuz, wo wir Ihnen gerne interessante Gedanken weitergeben möchten. Das hat mich neulich gefreut, als uns eine Zuschauerin schrieb, dass sie für ihren Geburtstag die Gäste nicht um Geschenke bat, sondern um Geld als Spende für die Arbeit von Stunde des Höchsten. Und dann hat sie so eine kleine Spendenbox aufgestellt und hat uns damit wirklich viel Hilfe finanziell zukommen lassen. Ganz herzlichen Dank für solche Ideen. Danke, wenn Sie es dieser Zuschauerin einfach nachmachen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Per SMS zum Beispiel. Einfach das Kennwort SDH an die 81190 senden und uns damit 5 Euro zukommen lassen. Oder schauen Sie nach auf unserer Homepage. Dort können Sie auch online spenden. Herzlichen Dank für alles, was Sie für die Stunde des Höchsten uns zukommen lassen. Wenn Sie heute das erste Mal bei diesem Fernsehgottesdienst dabei waren, haben wir ein kleines Begrüßungsgeschenk für Sie vorbereitet. So nach dem Motto, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Sie bekommen von uns diese CD, Geh auf deinem Weg getrost. Dort hören Sie beliebte Lieder aus unserem Fernsehgottesdienst. Melden Sie sich, wenn Sie daran Interesse haben, es lohnt sich. Das waren nun genug der Informationen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit. Machen Sie es gut und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind in der Stunde des Höchsten. Bis dann, Gott segne Sie. Musik.